sexuelle Orientierung verändert sich bei den Menschen nicht. Und ich glaube, da müssen wir Christinnen und Christen vermehrt lernen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einer Meinung und zwischen Erfahrung. Wir sind für viele eine Bedrohung. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dino und Stego. Wir sind wieder da für euch. Und zwar das Mal im Quartett sogar. Wir haben heute zwei Gäste. Die Stego und ich sind zusammen mit dem Roland Weber und mit der Rahel Mühlemann. Sie sind vom Zwischenraum Schweiz. Und was das ist, ja, da gehen wir jetzt gerade noch genauer drauf ein. Auf jeden Fall zuerst mal herzlich willkommen euch beiden. Danke vielmals, dass ihr hier zugeschaltet seid im Zoom-Meeting. Merci vielmals. Merci vielmals. So, ich war kurz krank, der Stego ist nachher in die Ferien. Wir haben also unseren 2-Wochen-Takt nicht ganz einhalten das Mal. Aber ich glaube, es war gar nicht so schlecht, weil die letzte Folge ist wirklich, hat, glaube ich, die Leute beschäftigt. Es ist abgegangen, sie ist gelaufen, sagen wir es so. Die Leute haben sie gehört und haben auch dazu kommentiert, lange Kommentare abgegeben. Ja, es ist sehr spannend von euch und auch von euren eigenen Lebenserfahrungen zu hören. Das Thema war ja eben die Trauscheinlüge, das Buch von Marlon Heinz, wo es darum ging, ja, um seine biblische Auslegung von wie biblisch ist der Trauschein eigentlich. Ab wann ist etwas eine Ehe, was ist eine Ehe überhaupt? Ja, ein Thema, das euch beschäftigt. Und allgemein über das Thema Sexualität ist etwas, das ihr ja uns auch geschrieben habt, dass ihr sehr gerne zu dem noch mehr würdet hören. Und ein Thema, das immer wieder ist gekommen, ist Homosexualität, aber auch Transsexualität. Ihr habt gesagt, hey, wann kommt mal die Folge dazu? Wir haben nachher etwas schon gehabt mit dem Gregor Emenegger, der über das ganze Thema im Zusammenhang mit der Antike geredet hat, in verschiedenen kulturellen Kontexten. Aber wie es heute ist und wie es in der Schweiz ist und mit der Freikirche und so weiter, das gehen wir heute an. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Wie bist du persönlich dazu gekommen, Rahel, und was ist dein Zugang zum Thema? Ich bin Rahel Mühlemann, ich bin Vorstandsmitglied von Zwischenraum Schweiz. Wir haben in der Schweiz 7 Zwischenraum-Hauskreise und ich leite einen Hauskreis im Aargau, im Mittelland. Wir nennen das Zwischenraum Mittelland. Also ich bin ja aufgewachsen in einer sehr, sehr, sehr konservativen Kirche. Ich habe aber dann schon gleich, also mit 18 habe ich schon gleich andere Freikirchen gesucht, die offener sind und weniger konservativ. Ich habe lange das Thema Homosexualität versteckt. Ich wollte das nie wahrhaben. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass in verschiedenen Freikirchen, wo ich gesehen bin, dass das Thema eigentlich dazumals wirklich ein mega Tabuthema war. Und das Einzige, was ich damals gehört habe von Freikirchen, ist, Homosexualität ist Sünde und es ist auch eine Sünde, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu leben. Und das hat mich dort so, mit 20, hat mich das recht traurig gemacht und ich habe mir überlegt, sind wir jetzt einfach dazu verdammt, unser Leben im Zölibat zu leben? Und dann habe ich angefangen, richtig dieser Sache nachzugehen. Ich habe auch die Bibelstellen studiert, ich habe verschiedene theologische Auslegungen angeschaut und habe wirklich nach Wahrheit gerungen. Ganz am Anfang hat dann auch eine Zeit gegeben, in der ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, das Christentum ist es nicht, das kann nicht sein, ich will nicht so leben. Das ist für mich viel, viel gesetzlich. Ich hatte dann auch mal so eine Phase gehabt, in der ich so einen Abschwenker gemacht habe in die Esoterik, weil ich einfach gefunden habe, okay, das Christentum tut mich in einen Sackgasse führen. Und in dieser Wahrheitssuche gibt es einen Weg, wie kann das sein? Ja, habe ich verschiedene Sachen kennengelernt
Leute haben mir auch erzählt, eben, dass es doch die Möglichkeit gibt, sich umzupolen. Ich habe das geprüft und alles. Ich bin auch früher mal zweimal bei einer, so einer Psychologin gewesen. Das hat mich nachher sehr bedrückt, weil das Einzige, was sie gesagt hat, ist, Homosexualität ist Sünde. Mehr hätte die Psychologin mir nicht können sagen. Aber was mich zu Zwischenraum gebracht hat, ist einfach die Frage, gibt es für uns nicht auch einen Weg, die Homosexualität, also sich selber nicht zu verleugnen und trotzdem dürfen Christ sein. Da hat Zwischenraum mir die Frage nachher beantwortet und da bin ich Zwischenraum sehr, sehr dankbar. Und der Grund, dass ich am Vorstand bin, ist, dass ich auch ein Stück weit will, anderen Leuten etwas ersparen, was ich selber habe erlebt und was ich selber habe durch müssen. Mein grösster Wunsch ist eigentlich, dass junge Leute nicht vor dieser Entscheidung stehen, den Glauben über Bord zu werfen, weil man einfach in dieser Frage in einer Sackgasse gelandet ist. Und an dem Punkt bin ich eben früher gewesen, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich muss mir überlegen, ob ich dem christlichen Gott will den Rücken drehen. Also ich bin der Roland Weber, ich bin 48 und seit ein paar Jahren Co-Präsident vom Zwischenraum Schweiz. Ich selber habe schon in jungen Jahren gewusst, dass ich schwul bin und anders empfinde als die Mehrheit. Und in einem sehr christlichen Elternhaus gross geworden, aber auch sehr konservativ. Alles, was nicht so in den Rahmen gepasst hat, war nicht sehr gern gesehen. Aber natürlich, die schlimmsten von allen sind natürlich schon die Schwulen gewesen. Und wenn man da so in einer Familie gross wird, wo man am Mittagstisch oder am Abendtisch hockt und so Sachen mit überkommt, wenn man über Alkoholiker schimpft oder über Randständige oder über Arbeitslose oder über Sozialhilfeempfänger herzieht, ist das ein Teil. Und der andere Teil ist nachher aber die ganz Schlimmen. Und die wirklich Schlimmen, das sind dann die Schwulen. Was natürlich in den Köpfen von vielen Christen, auch bei meiner Familie so im Kopf, sehr stark verankert war, ja, die wollen ja so sein, die haben sich das ausgesucht. Also das ist eine freie Entscheidung. Und da stellen wir auch immer wieder im Zwischenraum fest, wenn wir mit Christen unterwegs sind, die Überzeugung ist nach wie vor schon noch präsent. Das ist immer wieder, stellen wir das fest, dass die Leute einfach den Eindruck haben, ja, die wollen so sein, die haben sich das ausgesucht. Wer auf dieser Welt würde sich ein Leben freiwillig in der Stigmatisierung mit einem mühsamen Coming-out freiwillig aussuchen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Zwischenraum Schweiz ein Ort, wo sich Christen, die nicht heterosexuell sind, treffen oder wo sie auch andere antreffen, wo es ihnen gleich geht, oder? Das ist so der Gedanke, oder? Ja. Dass man kann Homo-, Bi- und Transsexualität vereinbaren mit dem christlichen Glauben. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und da sind wir organisiert in Hauskreisen. Für uns ist es aber auch wichtig, Gemeinschaft zu pflegen. Sei das mal mit einem Spaghetti essen, einem Fondue essen, aber auch in jährlichen Treffs. Wir haben regelmässig unsere Treffs, wo wir uns treffen für Gottesdienst, Worship und so weiter. Und entstanden ist ja das Ganze auch noch in der im Hintergrund, dass es ja sehr einige hat im Zwischenraum, die sogenannte Konversionstherapien hinter sich haben, wo man irgendwelche Seelsorge, Freibettungs-, Konversionstherapien und so weiter angeboten hat und an einem gewissen Moment festgestellt hat, die sexuelle Orientierung verändert sich bei den Menschen nicht. Und die Einzigen, die glücklich geworden sind oder die Frieden mit dem geschlossen haben, ist, wenn sie sich angenommen haben, so wie sie sind, und teilweise natürlich auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft haben können für sich leben. Wie lange gibt es den Verein Zwischenraum schon? Oh, Rahel, weißt du das noch? Sicher ist es bald 20 Jahre, oder? Etwa 20 Jahre, genau. Ja. 2001 oder 2001, 2000 genau. Eigentlich müssen wir schon zugeben, dass das Thema Homosexualität und Christsein, das ist eigentlich das im Moment das heisseste Thema,
die es auf dem Tisch so gibt. Also so nehme ich das ein bisschen wahr. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich selten ein Thema, wo so viel Gesprächsstoff oder Diskussionsstoff irgendwie in der letzten Zeit in freikirchlichen Kreisen gegeben hat. Haben Sie das auch gespürt? Also haben Sie gemerkt, ihr seid gefragt, ihr werdet gesucht, ihr werdet genannt? Ja, das haben wir sehr zu spüren bekommen. Auf alle Fälle, das letzte Jahr, 2019, ist ein extrem intensives Jahr gewesen, wie in aller Munde, in den Medien. Überall hat man von Konversionstherapien geredet, wie da Christen wollen, Schwule und Lesben und weiss ich was, um Polen. Das ist im 19. ein intensives Jahr gewesen. Wir haben sogar dürfen bei Dokumentarfilmen mitmachen, bei Arte und so weiter. Und das sind ganz spezielle, tolle Erlebnisse gewesen. Sehr viel Arbeit, aber ganz tolle Erlebnisse, die wir da haben, sind wir beigezogen worden für so Sachen und natürlich auch Zeitungsartikel, sonst Medienanfragen. Ich habe auch schon beim Radio geredet, Lokalradio hier in Bern. Und ja, es war sehr ein intensives Jahr gewesen. Das Jahr ein bisschen weniger als 20, aber doch immer wieder mal da und dort ein Journalist, der anfragt oder eine Journalistin, die etwas darüber veröffentlichen will. Es kommt natürlich immer noch, jetzt ist das Thema Konversionstherapie vielleicht ein bisschen in den Hintergrund treten, aber es kommt jetzt natürlich die Ehe für alle. Das ganze Thema hat Potenzial, ganze Kirchen zu spalten. Ich denke gerade an DMK zum Beispiel, Methodisten. Das ist eine Weltkirche, die wird sich sehr wahrscheinlich an dieser Thematik spalten. Das ist schon noch deftig. Als wäre es ein heilbringendes, allentscheidendes Thema, als hätten wir keinen anderen Skandal und Tragödie auf dieser Welt oder Kriege. Es ist manchmal unbegreiflich, dass sich Christen ab dieser Thematik dermassen können Energie aufwenden und Gemüter dermassen erhitzt, wenn man schaut, was in der Welt sonst noch so passiert. Wir haben jetzt schon vieles erwähnt, es ist vieles gefallen an Themen, Konversionstherapie, die theologische Suche und das theologische Ringen. Ich denke, wir könnten jetzt wahrscheinlich nur schon eine Folge damit verbringen, eure Geschichten kennenzulernen und mit euch auch von euch mehr erfahren, wie ihr das Ganze erlebt habt und was ihr da alles durchgemacht habt auch. Vielleicht gleich noch mal ein bisschen zu Zwischenrum. Zwischenrum ist ja ein Verein, wo jetzt eigentlich, ihr habt ja vor allem oder eigentlich ausschließlich Leute aus freikirchlichen Kreisen bei euch, oder? Richtig, ja, das stimmt. Ja. Es mag vielleicht der ein oder andere Katholik geben, der vielleicht katholisch aufgewachsen ist, aber das ist eher die Ausnahme. Sonst sind wir wirklich ausschließlich aus freikirchlich charismatischen evangelikalen Kirchen. Ja, das stimmt. Und ihr habt, so wie ich euch jetzt auch ein bisschen verstehe, ist es auch nicht so, dass ihr euch wollt irgendwie von dem jetzt mega entfernen oder abschneiden. So im Sinne von, wir gehören nicht mehr zu den Freikirchen, sondern die Leute, die zu euch kommen, gehen teilweise auch noch in Freikirchen oder ist Zwischenrum an sich eigentlich so ein bisschen etwas Ähnliches wie eine Freikirche? Oder wie seht ihr das? Das ist eine gute Frage. Wenn ich gerade so spontan darauf antworten darf. Es hat natürlich die wenigsten, sage ich jetzt einmal, haben irgendjemand noch wirklich eine geistliche Heimat, wo sie wirklich daheim sind. Ich denke, die in einer Freikirche gewesen sind und sich geoutet haben, sind auf sehr brutale Art und Weise dann auch rausgefallen, in hohem Bogen zum Teil. Und da haben wir im Zwischenraum wirklich traurige, das kann Rahel auch bestätigen, traurige Geschichten und traurige Schicksale, die da Menschen haben müssen durchgehen. Ich persönlich bin von dem verschont geblieben. Ich habe mich aus meinem freikirchlichen Umfeld entfernt, präventiv entfernt, bevor dass man mich rausgefallen konnte. Ich weiss nicht, wie ich reagiert hätte oder was mit mir passiert wäre, wäre mir das passiert, was andere Zwischenräumler durchgemacht haben. Das ist zum Teil schon deftig.
Aber auf der Webseite, wenn ich es auf der Webseite lese, dann tut es eigentlich, als wäre es vor allem gedacht, dass Christen eben einerseits in ihre Gemeinde gehen, aber nachher eben noch den Zwischenraum haben. Das ist eine Traumvorstellung, ja, richtig. Es ist eine Idealvorstellung. Eine Idealvorstellung, genau. Weil wir haben Leute, die kommen zu uns und sagen uns ganz klar, das, was sie erlebt haben in Freikirchen, das wollen sie kein zweites Mal mehr erleben und darum gehen sie nicht mehr in eine Kirche. Und somit erleben wir ja schon auch, dass Zwischenraum für gewisse Leute so eine Art Ersatzkirche ist, obwohl das Zwischenraum im Grunde genommen gar nie wollte. Und wir erleben das aber, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber wir erleben das. Und das ist auch ein Stück weit sehr nachvollziehbar. Wir haben aber doch auch gewisse Leute, die jetzt doch wieder versuchen, Fuss zu fassen in einer Freikirche. Und da ist natürlich die EMK sehr hoch im Rennen. Wir haben auch gewisse Leute, die mal hier und da in eine ICF-Celebration gehen oder sonst auf der Suche sind nach Freikirchen, wo sie dabei sein können. Wir haben speziell auch in Deutschland die Baptistengemeinde, die sehr offen ist. Ja, und wir erleben auch Leute, die dann in Freikirchen gehen und sagen, ja, wir dürfen einfach in den Gottesdienst kommen, aber wenn wir wollen, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten einbringen und auch mitschaffen, da erleben viele Leute ein Ultimatum, das heisst, entweder Zölibat oder Veränderung oder dann schaffst du einfach nicht mit in der Gemeinde. Und da gibt es zum Teil krasse Geschichten, die wir erlebt haben. Mit Kirchenkaffee darfst du servieren, der Kuchen darfst du nicht backen, die WC darfst du putzen, von Kinderarbeit wollen wir schon gar nicht reden. Und Chor singen und Worship leiten ist auch nicht möglich. Also da haben wir schon die ganze Bandbreite an Erfahrungen und auch an Verletzungen von den Menschen erlebt, ja. Das ist zum Teil schon krass. Ja, das ist sehr krass, wirklich. Also man auch sieht, wir sehen ja immer wieder im Zwischenraum, dass wir Leute haben, die wirklich extrem krasse Begabungen haben. Wir haben bei uns Worship-Leiter, wir haben bei uns ja auch Leute, die Jugendarbeit gemacht haben, Leute, die Pastoren sind, die in der Freikirche Pastoren waren. Und ich denke manchmal, das ist extrem das Potenzial, das einfach ja, von diesen Kirchen nicht benutzt wird und einfach gesagt wird, ja, wir können euch nicht brauchen. Und das ist etwas, was mir ja, häufig wehtut. Weil man sieht, man merkt das Potenzial, das ist oben. Und für mich ist das ein göttliches Geschenk, das man einfach nicht nutzt. Ja, wir haben gerade in einem der letzten Treffen in Wiesbaden mit dem Zwischenraum Deutschland haben wir so einen Abend gemacht, wo jeder quasi einen Beitrag geleistet hat, um am Samstagabend zu gestalten, so eine Einlage, eine Show-Einlage oder was auch immer. Und da hat man gestaunt, was die Leute für Begabungen haben. Rein nur schon singen, Instrument spielen, Theateraufführungen, Sketches machen und so weiter. Also da ist das Potenzial rum. Es ist schon schade, dass man das nicht nutzt. Mhm. Ich bin gerade, ja, letzte Woche, also ich arbeite noch beim 20 Minuten und dann machen wir jetzt gerade Doku über Mormonen. Da sind wir mit mehreren von diesen Duos, die sind immer zu zweit unterwegs gewesen. Und natürlich als Mainstream-Medium haben wir auch immer die Frage müssen stellen, wegen der Homosexualität natürlich und aktuell natürlich noch andere Themen. Aber so ein bisschen das, was nachher ist gekommen, als Antwort von den Mormonen, hat mich auch sehr erinnert an auch einfach sonst Freikirche, eigentlich. Ist sehr ähnlich. Und zwar ist es immer offensiv, zuerst sagen, hey, alle sind bei uns willkommen, alle können kommen, wir lieben alle und so weiter. Wir müssen aber nachher noch mal einmal nachfragen, und zwar gibt es ja dort die Unterscheidung, wie, okay, sie sind willkommen, aber sie sind nicht willkommen mitzumachen, oder? Im Sinn von mitzumachen in gewissen Diensten und du hast ja jetzt die Palette schon aufgelistet von was da geht und was nicht geht und so. Es kommt dann nachher eben doch vor. Die Frage, also wir haben jetzt keine Umfrage gemacht irgendwie
unter Christen. Aber ich glaube schon, dass auch allgemein unter Christen selber das sehr gespalten ist. Im Sinne von, ob sie denken, dass das gut ist, dass die Nicht-Hetero-Leute da jetzt eben bei X und Y mitmachen oder nicht, sich engagieren, eben Worship leiten. Also die Mormonen sind zum Teil ganz extrem und wir haben im Zwischenraum, eine Zeit lang war bei uns ein Mormon dabei gewesen. Er hat also beeindruckende Sachen geschildert, die sehr viele Parallelen zu der freikirchlichen Bewegung haben. Und bei den Zeugen Jehovas ist es auch sehr tragisch, was dort mit den Menschen passiert, wenn sie sich outen. Mhm. Das ist dort auch eine sehr heikle Situation. Ich kenne auch jemanden persönlich, der das durchgemacht hat. Und das ist also nicht lustig. Eben, ich glaube, gewisse Freikirchen stellen sich schon die Frage, dass sie sich sagen, mal Mitarbeit, ja. Ich sehe das, dass sich etliche Freikirchen dieser Frage ein bisschen nachzugehen und zu sagen, gut, Mitarbeit ja, aber Leiter nicht, weil bei der Leitung muss man ein Vorbild sein. Aber ich glaube schon, dass immer noch in der Schweiz vor allem die meisten Freikirchen oder viele Freikirchen wirklich die Leute vor das Ultimatum stellen und sagen, wenn du mitarbeiten willst, wenn du willst, in der Leitung dabei sein, dann gibt es ganz klar, entweder erlebst du eine Veränderung oder du lebst zölibatär, oder? Und das ist dann auch der Druck, wo viele Leute nachher so eine Konversionstherapie machen. Viele Leute erzählen uns von dieser Angst, die sie hatten, ihr Leben müssen zölibatär zu verbringen und im Alter ganz da irgendwie vereinsamen und mega. Und dann sagen sie uns wirklich, sie haben aus dem Grund, aus dieser Angst heraus, dann so eine Konversionstherapie gemacht. Und was wir ja jetzt auch hören, auch von Zwischenraum, dass die Geschichten von diesen Leuten, die sind wirklich sehr, sehr tragisch. Oder? Und was ich eben auch verrückt finde, dass es viele Leute gibt in leitenden Positionen, die dann sagen, ja, bei Konversionstherapien geht es eigentlich um Freiwilligkeit. Es mag ja schon sein, dass beim einen oder anderen das natürlich freiwillig passiert, das ist so, aber bei den meisten ist es wirklich der Druck, das Ultimatum von den Freikirchen und das andere eben irgendwie, dass die Freikirche nur den Weg vorschlägt und sagt, nur das ist richtig und alles andere nicht. Es geht ja dann auch darum, dass du vermittelt überkommst oder dass dir gesagt wird, du musst den richtigen Kampf kämpfen. Und sobald du den richtigen Kampf nicht mehr kämpfst, hast du aufgegeben. Und das ist auch im Wording, hört man das, kommt das auch raus. Sei das im Wording von den Freikirchen oder in den Konversionstherapien. Wo ich ein bisschen wie Waters gemacht habe, hat man immer von gleichgeschlechtlich empfindet geredet. Man redet nicht von schwul. Okay. Immer gleichgeschlechtlich empfindend. Mhm. Sowohl für Schwule wie auch für lesbische Frauen ist es gleichgeschlechtlich empfindend. Weil das ist ja etwas nicht Gewolltes, oder? Not wanted same-sex attraction. Das kommt auch von dem amerikanischen Programm. Und wenn du sagst, schwul, gay, lesbian, dann hast du das quasi schon ein bisschen verinnerlicht und die Identität, was ja nicht stimmt, die Identität quasi umarmt oder angenommen. Das sind so ein bisschen, das ist die zwei Lager. Man fängt sich auch an, Gedanken zu machen, wenn man sieht, wie viele Leute weltweit ihre sogenannte Veränderung zum geheilten heterosexuellen Mann wieder dementiert haben. Und das sind schon wichtige Sachen, wo die Leute sich wieder eine andere Meinung bilden. Und das sieht man auch. Es gibt auch eine starke Bewegung, denke ich, wo einfach auch viele Leute nicht mehr zufrieden sind mit dem, was jahrzehntelang predigt worden ist. Man will wieder irgendwie etwas Neues denken, neu anfangen. Und die ganze Theorie, was halt eben durch die vergangenen Jahre gesagt worden ist, das wird schon infrage gestellt. Und das ist sowohl bei Jung wie Alt spürbar. Wir haben auch Einladungen bekommen von Gemeinden, Pastoren, Jugendgruppen, die uns einladen und sagen, können wir mal erzählen. Sie laden dann vielleicht noch etwas Konservatives ein. Aber das spielt keine Rolle. Und dann kommen wir
Und was mir eine gute, oder auch ich immer bei so Einsätzen für gute Erfahrungen mache, ist, dass wir ja nicht kommen, eine theologische Abhandlung machen, so einen Abend, was man jetzt muss glauben oder nicht glauben, sondern wir erzählen einfach von unserem Leben. Und das kann dann niemand nehmen. Streitgespräche über theologische, biblische Verse, wie man das jetzt muss verstehen und nicht verstehen, das kann man schon führen, ist einfach nicht wahnsinnig, ja, eine Lebensgeschichte, eine Biografie, was Menschen durchgemacht haben und dass sie an Jesus festhalten, an ihrem Glauben festhalten, ich glaube, das ist viel zentraler und berührt die Leute mehr. Ja, das ist sehr wichtig, was du sagst, Roland. Also das erlebe ich ja auch immer wieder. Man kann eine theologische Auslegung, dem kann man kontern. Aber der Tatsache, was Leute erleben, dass Leute ihren Glauben über Bord rühren und dass auch Leute, die heterosexuell sind oder in Kirchen sind und sich die Frage stellen und sagen, ein Evangelium muss doch etwas, es muss doch eine positive Frucht geben. Und wenn man das den Leuten sagt und sagt, schaut, das und das ist die Folge von dem und dem und das ist nicht eine Theorie, sondern das haben wir erlebt. Und was da auch noch ganz wichtig ist, der Dr. Martin Grabe von Deutschland, das ist ja ein christlicher Chefarzt von einer Klinik, wo ja gerade vor kurzem sehr gross in den christlichen Medien gekommen ist. Und der hat sehr viele Leute auch gehabt, sich in der Klinik, wo Christ sind und homosexuell. Und er hat auch aus Erfahrung geredet. Er hat erzählt, was er erlebt hat, dass so ein Zölibat nur in den seltensten Fällen gelingt und wie er erlebt hat, dass das mit dieser Veränderung eben doch nicht so richtig hergehauen hat. Und das habe ich sehr, sehr wichtig gefunden, dass man auch mal jemanden wirklich zulässt und dass jemand zu Wort kann kommen, der aus Erfahrung redet. Und ich glaube, da müssen wir Christinnen und Christen vermehrt lernen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einer Meinung und zwischen Erfahrung. Denn Erfahrung ist das Instrument, das prüft, ob eine Lehre wirklich verhebt oder nicht. Und darum ist es eben so wichtig, auf Erfahrung zu hören. Und darum glaube ich, sind wir von Zwischenraum wirklich wichtig, weil wir reden aus Erfahrung. Und wie es der Roland gesagt hat, uns geht es nicht einfach darum, gewisse Meinungen oder Parolen zu schwingen, sondern wir reden aus Erfahrung. Darum können wir all das genau eins zu eins bestätigen, was der Dr. Martin Grabe gesagt hat. Das können wir eins zu eins bestätigen, oder? Es ist interessant, wir haben gerade letzte eine Anfrage von einem Pastor, der uns ein sehr eindrückliches, komisches Mail geschrieben hat. Eigentlich sei seine Meinung klar, aber er müsse sich irgendwie mit dieser Thematik noch ein bisschen auseinandersetzen, ob wir bereit wären, ihn zu treffen. Also sehr ein komischer Wortlaut von dem ganzen E-Mail. Und dann haben wir gedacht, oh Achtung, was ist echt das, was bringt echt das? Und so weiter. Und dann haben wir es fertig gebracht, dass er noch mit seiner Frau gekommen ist. Und nicht der Mann geht nachher heim zu der Frau erzählen, was er mitbekommen hat. Sondern beide haben das Gleiche am Abend gehört. Und es ist mir so vorgekommen, ich muss mich, auch wenn ich es nicht wollte, ich muss mich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich will diesen Menschen mit Würde begegnen, aber bin gar nicht einverstanden über ihren Lebenswandel und über ihre Wahl von dieser sexuellen Orientierung oder wie auch immer. Und es ist mir so vorgekommen, als hätte er den Abend gleichwohl auf eine Art genossen. Er ist einfach mit der Tatsache heimgegangen, oh Schmarrn, jetzt habe ich mehr Hausaufgaben, wo ich heimgehe, als dass ich gekommen bin. Also das grüne Häkchen hinter der To-Do-Liste herzutun, ist gelungen, aber ich habe mehr Hausaufgaben, um wieder daheim zu machen. Und bei vielen Sachen in der Begegnung und im Gespräch hast du gemerkt, jetzt fängt es an zu drehen im Kopf. Und das sind Beobachtungen, das darf man nicht unterschätzen. Und man muss ja diesen Leuten gleich viel Zeit lassen für ihren Prozess und ihres, sage jetzt fast überspitzt gesagt, Coming Out, wie wir ja auch für uns gebraucht haben. Dass wir den Menschen um uns herum gleich viel Zeit gewähren für ihre Denkprozesse, ihre Kopfarbeit und Herzensarbeit machen,
wie wir ja auch gebraucht haben. Das ist nicht immer einfach. Und dann gibt es natürlich ganz tolle Leute, die dann plötzlich auch einen Wandel durchmachen und sich als Botschafter für unsere Sache einsetzen und sind durch und durch hetero. Wirklich Botschafter für uns, Botschafter vom Zwischenraum. Und das ist ganz etwas Wertvolles. Was mich auch fast ein bisschen überrascht hat, ist, dass dir auf der Seite so mutig, also vom Zwischenraum, so mutig euch auch auf die Bibel bezogen hat und gesagt, also so wie, hey, wir lesen daraus kein Problem mit der Homosexualität. Ja, jetzt haben wir euch auch Fragen. Liegt es euch wirklich daran, das auch biblisch zu begründen? Also, es gibt ja ca. 5 Bibelstellen, wo etwas so über homosexuellen Geschlechtsakt sagt. Aber wenn man die Bibel genau anschaut, weiss man, dass die Bibel nie über homosexuelle Liebe redet, sondern lediglich über den Geschlechtsakt. Und in der Antike hat man das überhaupt nicht kennt. Man hat die gleichgeschlechtliche Liebe nicht kennt, sondern da, wo man kennt hat, ist eben der Geschlechtsakt gewesen. Wenn man die Texte nämlich liest, dann zum Beispiel gerade die Römerstelle, wo es heisst, die Frauen haben den natürlichen Verkehr verlassen, man merkt, da geht es nicht um Liebe, da geht es um einen Sexakt. Oder auch Levitikus, was heisst, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau. Auch da, es ist nichts von Liebe, nichts von lebenslangem Zusammensein, sondern da wird wirklich ein Sexakt geschildert. Und aber das kannst du doch nicht trennen, oder wieso trennst du das so krass? Weil wenn jetzt Liebe da wäre, würde es ja logischerweise auch zum Sexakt führen, was wiederum nachher verurteilt ist. Also verurteilt es für mich wie selbstverständlich beides? Oder siehst du das nicht so? Nein, ich sehe das nicht so. Und da hat mir auch, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist die Bibelarbeit vom Sigi Zimmer, vom Worthaus. Und das ist mir wirklich sehr eingefahren. Und er erklärt ja in diesem Vortrag, wie es wirklich so war, dass die Frau mit 14 verheiratet worden ist, Eltern gesteuert, das ist wirklich Antike. Und die Frau hat überhaupt nicht können sagen, ob sie den Mann heiraten will oder nicht. Und das hat man in der Antike gekannt und fertig. Und dann hat man nachher in dieser heterosexuellen Ehe hat man einen homosexuellen Geschlechtsakt im Sinn von einem Aussenseiter oder von einem ausserehelichen Seitensprung hat man das gelebt. Es gibt zwar sehr bibeltreue Leute, die sagen, wir haben auch in der Antike das kennt, dass es treue homosexuelle Beziehungen gegeben hat, aber ich habe das wirklich nachgeforscht. Wenn es das gegeben hat, dann ist das eine Ausnahme gewesen, aber was es sicher nicht gegeben hat, ist es im Zusammenhang mit dem christlich-jüdischen Kontext. Ja, man hat das überhaupt nicht gekannt in der Antike, wenn über dann nur als Sexakt. Und wenn man so etwas nicht gekannt hat, ist es auch ganz schwierig, das zu beurteilen. Ich meine, da kommen wir auf andere Bibelstellen zurück. Es gibt auch im Alten Testament eine Stelle, die heisst, dass man Sklaven haben darf. Die Bibelstelle gibt es auch. Und ich glaube, da müssen wir wirklich uns mit dem auseinandersetzen, zu welcher Zeit ist die Bibel geschrieben worden. Ich habe jetzt hier gerade die Bibelstelle, da, ich werde sie vorlesen. Drittes Buch Mose 25, 44. Da steht, wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von euren Nachbarvölkern kaufen. Oder? Und es kommt da niemandem in Sinn, das heute so zu machen. Ich hatte schon Diskussionen, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist etwa so wie Arbeiter und Arbeiterinnen. Oder wo man dann gerade einfach das auf heute bezieht. Aber da steht Sklavinnen und Sklaven. Und wir wissen doch, dass gewisse Sachen auch im Alten Testament zu einer Zeit geschrieben worden ist, wo man Menschenrechte mit Füßen getreten hat.
Und da finde ich, manchmal ist man einfach auch nicht konsequent, oder? Dass man die Levitikus-Stelle so wortwörtlich zitiert und sagt, das ist so, gilt heute immer noch so. Aber wenn wir zum dritten Buch Mose 25,44 kommen, wo heisst, dass man Sklaven von den Nachbarvölkern kaufen darf, da kommen dann alle und relativieren. Oder ich möchte noch schnell eine andere Bibelstelle sagen. Fünftes Buch Mose 22, 28 bis 29. Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist und ergreift sie und schläft bei ihr und wird dabei betroffen, damit ist Vergewaltigung gemeint, so soll der, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt angetan hat. Er darf sie nicht entlassen, sein Leben lang. Also, was heisst das? Das ist eine Bibelstelle, wo davon geredet ist, dass wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt und die Frau ist noch Jungfrau, dann darf der Vergewaltiger die Frau heiraten. Oder? Und das ist das, was ich an dieser Buchstabentreue so kritisiere, dass man doch nicht einfach die Bibel aufschlagen kann, Wort für Wort einfach lesen, sondern dass man doch alles muss in einem zeitlichen Kontext verstehen und sich überlegen, was dort passiert ist, genau. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und nochmal schnell, man kann jetzt sagen, das ist das Alte Testament. Ich wollte noch etwas aus dem Neuen Testament sagen, kurz vorlesen. Und zwar möchte ich vorlesen, 2. Timotheus, ab Vers 11. Die Frau soll lernen, sich in der Gemeinde unterzuordnen und still zuzuhören. Einer Frau erlaube ich nicht, öffentlich zu lehren oder sich über den Mann zu erheben. Sie soll vielmehr still und zurückhaltend sein. Denn Gott hat zuerst Adam geschaffen, den Mann, und danach Eva, die Frau. Außerdem ließ sich nicht Adam von der Schlange verführen, sondern Eva. Sie hat Gottes Gebot übertreten. Doch auch sie wird gerettet werden. Achtung! Wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt, vorausgesetzt, sie vertraut Gott, auf Gott, bleibt in seiner Liebe und tut ebenso seinen Willen. Also wir sehen jetzt hier die Bibelstelle. Wenn man das Freikirchen vorlegen würde, dann hat man doch hier auch schon einen Wandel durchgemacht und hat gemerkt, dass man muss den zeitgeschichtlichen Kontext, dass man den muss ernst nehmen und dass man wirklich nicht einfach von einer Buchstabentreue darf ausgehen. Und sonst müssen wir nämlich das, was da steht, auch ernst nehmen. Genau, also du ich muss es jetzt vielleicht noch etwas klären. Es geht euch voll in das rein, was du sagst. Du hast jetzt sehr, sehr ausgeführt, wo mir alle Schwierigkeiten macht. Und zwar, eben, du hast das Alte Testament, du nimmst auch Sachen raus, oder? Und andere lässt drinnen und predigst nachher noch. Du hast schon die beste Stelle, hast du eigentlich vorhin jetzt gerade gebracht, oder? Nachher gehen wir sogar noch ins Neue Testament und gehen jetzt noch Stellung von Frauen und so. In unseren Podcasts ist schon häufig um diese Themen gegangen. Jetzt vor allem mit dem Frauenthema. Also das ist jetzt wirklich immer wieder eine Debatte gewesen und nachher ist es halt auch um Bibelverständnis gegangen. Und meine persönliche Meinung dazu ist, ich sehe es sehr, sehr als sehr, sehr schwierig an, dass man da sinnvolle Schablonen kann finden für die Bibel und besonders das Alte Testament so zu verstehen, dass man kann sagen, hey, das will ich daraus nehmen, das nehme ich nicht daraus. Ich gehe persönlich davon aus, dass die Schreiber vom Alten Testament wirklich Homosexualität verabscheut haben, also dass sie das wirklich verurteilt haben und das wirklich auch so wollen überbringen. Zeitlicher Kontext, ja, wenn Leute davon ausgehen, dass die Bibel heilig ist, dann ist das natürlich auch mit der Sklaverei. Wenn sie das zu Ende denken, nachher aber schwierig einfach wegzureden, oder? Dann müsstest du, wenn du sagst, die Bibel ist hoch und
ist heilig und zeitlos eigentlich, dann müsstest du die Sachen vor Sklaverei, die stehen, genauso anschauen wie das, was über die Homosexualität steht, oder? Aber ich stelle dann die ganze Frage von, zum Beispiel, dass die Autoren vielleicht auch Sachen aufgeschrieben könnten haben, die Gott nicht genau so hätte beabsichtigt. Diese Frage stelle ich nachher. Also im Sinne von, dass auch die Moral von diesen Autoren, sogar vielleicht von Paulus, in diesen Sachen, wenn er jetzt über die Frauen geschrieben hat, dass er halt ein bisschen daneben getroffen hat, ein bisschen zu weit, also ich sage jetzt mal, er ist zwar relativ im Vergleich zu seiner Zeit fast ein Frauenrechtler gewesen, aber trotzdem, nach heutigen Standards natürlich, geht es überhaupt nicht, oder? Und das müssen wir uns doch einfach eingestehen können, dass das so ist. Und vielleicht auch mal sagen, sogar bei einem Paulus, hey, der Paulus, der hat es vielleicht so geschrieben, von mir aus gesehen kann man es nicht wirklich wegreden, dass er das gross jetzt nicht so gemeint hat oder so, sondern vielleicht, dass wir einfach mal sagen, hey, los, der hat vielleicht auch mal das Eich aufgeschrieben. Es könnte ja sein, dass er nicht genau das hat aufgeschrieben, was Gott meint. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, Jan. Der Paulus zum Beispiel, er prangert immer Missstände an, was er beobachtet in seinem Umfeld, wo er aber auch ein Ungleichgewicht feststellt. Wenn irgendein Herr eben die Knabenschänder oder die Tempelprostitution und so weiter, dass wenn jemand anderen ausnützt, das hat er ja bei den Griechen und bei den Römern zu Genüge gesehen. Und das hat er angeprangert. Aber das tut ja gar nicht irgendwie eine homosexuelle Beziehung oder Liebesbeziehung widerspiegeln. Er prangert einen Missstand an, dort, wo Menschen leiden. Und das sieht man auf gewissen Zeichnungen ganz gut, wo die alten Griechen, wie das illustriert worden ist. Sobald der junge Mann in die Pubertät kommt, ist er schon nicht mehr attraktiv. Und dann ist quasi schon durch, schon vorbei. Und das sind so Missstände, die Paulus immer wieder angeprangert hat. Das finde ich spannend. Also ist für dich eine Erklärung, findest du dann in dem Fall durch das jetzt eine Erklärung, wieso er zum Beispiel über die Frau so und so hat geschrieben, weil es halt zu dieser Zeit halt gerade ein bisschen Gegenpol zum anderen extrem ist. Und darum erklärt sich nachher alles und entschuldigst du jetzt durch das nicht den Paulus eigentlich? Nein, ich tue nicht entschuldigen. Ich tue einfach, ja, entschuldige. Ich beobachte, der Paulus kann sich manchmal in seinem Eifer schon vielleicht über die Stränge oder ein bisschen über das Ziel ausgeschossen sein. Aber er hat schon Briefe geschrieben und Missstände angeprangert an all die Adressaten, die er das eben beobachtet hat. Mhm. Zu dem Thema, das du gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig, so ein bisschen die Frage, was gilt denn eigentlich noch von der Bibel? Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, das junge Leute sehr, sehr interessiert. So ein bisschen in dem Sinn, ja, aber die Bibel ist doch unsere Richtschnur. Wie müssen wir jetzt die Bibel lesen? Und mir denkt, es ist wichtig, dass man so wie einen Kompass kann haben, um die Bibel richtig zu lesen können. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden. Und Jesus sagt, ja, es gibt eine Stelle in der Bibel im Neuen Testament, wo Jesus haargenau sagt, auf was es ankommt und wo Jesus die ganze Bibel eigentlich zusammenfasst. Und wenn ich darf, würde ich das schnell vorlesen. Wir finden das in Matthäus 22, ab Vers 37. Da heißt es, Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Und das ist für mich der Kern. Das ist eigentlich das Wichtigste von der ganzen Bibel. Einerseits sagt da Jesus, um das geht. Das ist mal der erste Punkt. Und Jesus sagt zugleich, Jesus sagt als erstes, das ist das Wichtigste. Und das Zweite,
was eigentlich nie darüber geredet wird, ist, Jesus sagt, um das geht es im gesamten Gesetz Gottes. Und er sagt, die Propheten und alle Geboten, um das geht es. Um das geht es. Und das ist das, was mich so berührt. Und jetzt können wir eine Stelle lesen aus dem Alten Testament und mit dem Kompass, den Jesus uns hier gegeben hat, prüfen und sagen, geht es hier um Nächstenliebe? Geht es bei der Sklavenhaltung um Nächstenliebe? Nein, Jesus sagt aber, das Gesetz Gottes, das beinhaltet das, die Liebe zum Nächsten und so, so sich selber. Also, da können wir mit gutem Gewissen sagen, heute gilt das nicht mehr mit Sklaven. Und mit dem Maßstab, der da steht, bin ich auch der Meinung, muss man dieser Frage Homosexualität und christlichem Glauben nachgehen. Schön. Zufrieden? Ja, es ist. Ich finde es super, dass ihr auch selbstbewusst herstellt und auch eure Auslegung macht und versucht, das plausibel so überzubringen. Ich merke bei mir selber, ich habe ja auch einen Weg hinter mir. Ich habe auch einen Wandel gemacht als Gläubiger und als Heterosexueller. Ich habe auch viele Erfahrungen in meinem Leben müssen machen müssen, um über Themen anders und neu zu denken. Und bei mir war es auch ein Mix. Ein Mix aus Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Das war, dass ich Bibelarbeiten gelesen habe über gewisse Themen. Und, aus welchem Hintergrund kommst du? Kirchlich, Gemeinde? Ja, was komme ich aus mir? Ich würde sagen, ich bin so ein. Ich bin pfingstlich, so aus einer Pfingst-ähnlich bin ich aufgewachsen. Und ich finde es, einfach um das an dieser Stelle nochmal betonen, ich finde es super, was ihr macht, ich finde es super, dass es euch gibt und ich finde das so befreiend, Homosexualität oder nicht heterosexuelle Menschen nicht müssen zu verurteilen, sondern sie können zu unterstützen in ihrem Weg, in dem, was sie sind und das nicht müssen, dass mich das nicht mehr oder nicht verreist. Und ich erlebe ja das noch viel, dass das Menschen sehr verreist oder sie wie in so ein Dilemma reinkommen, in so eine innere Zerrissenheit. Und eben die Bibel einerseits ist so ein Gewicht und die Erfahrung ist ein Gewicht und Prägung ist ein Gewicht und das kommt dann alles so zusammen und es gibt dann eine Soße, wo man dann manchmal, ja, wo es dann manchmal irgendwie ganz komisch und kompliziert wird. Aber ich glaube, in meinem Leben, was mir geholfen hat, ist einfach viel Geschichte zu hören von Menschen, wo mir erzählt haben, was sie erlebt haben, wie es ihnen geht. Und das hat mir einfach geholfen, ein offenes und weites Herz bekommen, auch für Sachen, die ich vielleicht nicht so kenne oder nicht so auch, ja, vielleicht lang nur aus der Distanz beäugt habe. Oder? Ja, das ist richtig. Und das kann dann nehmen. Eben, eine Begegnung mit Menschen, was sie erlebt haben und so, das kann dann niemand nehmen. Das ist wirklich Realität und das ist so erlebt. Mhm. Das ist authentisch. Und was ich noch so wichtig finde, ist einfach, dass man das Gottesbild wirklich sehr festigt. Und wenn ich jetzt wie vorher die Stelle vorgelesen aus dem Matthäus 22, es gibt noch eine andere Bibelstelle, Lukas 6, 36. Das heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie kann man denn unbarmherzig sein? Wie kann man die Bibel unbarmherzig auslegen, wenn Gott selber barmherzig ist? Und da steht es, dass Gott barmherzig ist. Ich erlebe halt immer wieder, dass völlig unbarmherzig die Bibelstellen ausgelegt werden. Also, so wenn ich nur denke, gewisse Vorstellungen, ja, das ist überhaupt kein Problem, das Leben als Single zu bringen, ist überhaupt kein Problem. Und das sollte man schon schaffen. Und ja, und die Konversionstherapie ist auch kein Problem. Und
es gibt wirklich Leute, und das bedauere ich, die da unbarmherzig sind. Und darum ist mir das sehr wichtig, dass man die Bibelstelle Lukas 6, 36 wirklich ernst nimmt. Ich würde mir eigentlich einmal wünschen, dass es den Zwischenraum gar nicht mehr würde brauchen. Mhm. Voll. Also jetzt, das finde ich jetzt eben sehr, sehr interessant. Du nimmst jetzt eben eine Stelle, Lukas 6, 36. Oder wir könnten jetzt eben auch sagen, andere würden jetzt zum Beispiel eben liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und Verstand und so und sagen nachher, hey, das ist der Kern und alles, was dem nicht widerspricht, ist auch okay. Ja. Alles, was dem irgendwie widerspricht. Zum Beispiel eben ein Prinzip von der Barmherzigkeit, was jetzt du genommen hast, ja, das ist eben eine Schablone, die man über das legen kann. Oder wie man kann sagen kann, hey, so sortiere ich, wie was ich in der Bibel lese, ist natürlich sehr selektiv, aber von mir aus gesehen ist das eine der einzigen Möglichkeiten, wie wir vernünftig eben Schablonen können darüber legen können, weil wir brauchen doch das. Ja, das brauchen wir unbedingt. Absolut. Und was ich eben auch noch ganz, ganz wichtig finde, ist der Hinweis, wo Jesus gesagt hat, der Sabbat ist da für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Wo es darum gegangen ist, dass die Pharisäer Jesus einen Vorwurf gemacht haben, er dürfe das Sabbatgebot brechen, weil er am Sabbat Menschen geholfen hat. Und dann hat nachher Jesus gesagt, eben, es geht nicht darum, dass man da einfach nur das Gesetz einhalten, sondern es geht um den Mensch. Und das ist für mich so etwas vom Matsch entscheidend. Und bei vielen Freikirchen und bei vielen Leuten geht es wirklich, müsste der Bibelvers so heissen, der Mensch ist da für den Sabbat. Und die Freikirchen müssen wirklich so eine Change machen zwischen der Mensch ist da für den Sabbat zu der Sabbat ist da für den Menschen. Genau, und das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Und das ist nicht nur meine Auslegung, sondern das ist ja auch das, was Jesus uns mitgegeben hat auf dem Weg. Und wenn wir das würden ernst nehmen, da glaube ich nicht, dass es dann in Zukunft junge Leute wird geben, junge gläubige, homosexuelle Leute, wo ihren Glauben einfach so einen Nagel hängen oder völlig verzweifelt sind und in einer Sackgasse landen. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen würden, da sehe ich sehr viel Hoffnung. Und ich merke auch, dass es immer mehr Christen gibt, die das sich zu Herzen nehmen und darüber freue ich mich sehr. Mhm. Roland, hast du auch noch so etwas, wo Rahel hat jetzt ein von einem auch ein in die Zukunft geschaut und so ein einen Wunsch formuliert. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Es wäre natürlich schön, wenn eben jeder Christ, ob er jetzt LGBT ist oder nicht, irgendeinen Platz darf finden, wo er willkommen ist in seiner Gemeinde, von seiner Wahl und nicht einfach nur eine Ja-Aber-Beziehung muss pflegen, sondern darf volles Mitglied sein, darf mitschaffen, darf mithelfen. Das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist wirklich ein Wunsch, den wir alle haben, dass du nicht nur eine duldete Person bist, ein duldeter Mensch, sondern darüber hinaus. Und nicht nur, wir haben das auch erlebt, das haben die Leute bei uns erlebt, die haben das Abendmahl nicht nehmen oder sind sonst ausgeschlossen worden, aber für den Gottesdienst so knapp toleriert, das geht noch gerade. Und das ist eigentlich schon noch krass, die Diskriminierung beziehungsweise auch die Zweiklassengesellschaft fast ein bisschen. Man wird dann ein bisschen auch wie eine Aussetzung behandelt. Und das tut zum Teil schon sehr weh. Und man ist ja auch extrem sensibel. Man hat so ein ganzes tiefes Gespür auch für Botschaften zwischen den Zielen. Wenn man irgendetwas danach hört, ist man sehr feinfühlig und achtet sehr auf, wie was gesagt wird. Menschen meinen es gar nicht immer böse, aber es kommt einfach ein bisschen ungefiltert manchmal raus. Ich wünsche mir schon, dass LGBT-Christen, ja, dass es zwischenrum mal gar nicht mehr braucht, dass jeder sein Plätzchen findet und glücklich ist in der Gemeinde von seiner Wahl und dass es gar keine Rolle spielt, wen er liebt. Da finde ich eben etwas, was ich auch ganz wichtig finde, ist,
Jesus ruft uns ja auch auf, dass wir die Früchte prüfen. Oder? Er sagt ja auch, ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Also, und das ist auch etwas, was mich immer extrem bewegt und berührt, dass die Bibel nicht nur aus Gebot besteht, sondern auch sondern Jesus uns auch ein Instrument in die Hand gibt, das sagt, prüfet die Frucht. Und ich glaube, da sollte die Kirche mehr dranbleiben, dass man die Frucht prüft. Aber das Problem ist ja, dass man sich in dieser Thematik einfach auch zu einseitig informiert, dass wenn jemand mal kommt und sagt, ich bin geheilt von Homosexualität, ganz egal, ob der jetzt bisexuell ist oder nicht, oder ganz egal, ob man weiss ja, dass die meisten Organisationen, die Konversionstherapie angeboten haben, gescheitert sind. Und all die Informationen tut man einfach einseitig anschauen und dann macht man sich ein Bild. Aber wichtig ist, dass man alle Seiten anlässt, damit man sich ein Bild machen kann und damit man die Frucht prüfen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr much entscheidend, die Frucht können zu prüfen. Und dann würde man eben auch merken, ich mache jetzt noch schnell ein Beispiel. Jetzt haben wir eine junge Person, 16-jährig, der kann mit niemandem über seine Homosexualität reden. Und dann sagt man, ja, du bist ein Grusiger, was du machst, ist ein Gräuel. Und was macht der junge 16-Jährige? Er flüchtet in die Anonymität. Und was bedeutet Anonymität? Anonymität ist Internet. Anonymität ist irgendwie wechselnde Partner. Und Anonymität bedeutet ja auch, ich muss die Liebe verleugnen. Weil die Liebe kann ich nicht in der Anonymität leben. Für die Liebe brauche ich ein öffentliches Statement, um zu sagen, das ist meine Partnerin oder das ist mein Partner. Und dann gibt man diesen Leuten auch so wie eine Orientierung, sich in der Anonymität zu verlieren. Und das heisst immer auch wechselnde Partner. Und das ist dann das, wo die Leute wieder kritisieren und sagen, ihr seid alle so. Aber das stimmt einfach nicht. Ich glaube, dass durch das, dass man gewisse Leute in eine Ecke drückt oder in die Anonymität drückt, dass man in der Anonymität Liebe und stabile Beziehungen eben nicht leben kann. Und das ist wichtig, dass man da hinter die Bücher geht und die Leute nicht einfach und mit den Leuten auf den Weg geht. Und dass man die Leute motiviert, die Beziehung zu leben. Weil das ist die beste Frucht, die daraus entsteht. Und alles andere ist nicht gut. Und ich denke, es hilft natürlich auch sehr vielen Christen, sehr, wenn sie jemandem in ihrem engsten Umfeld vielleicht auch mal dürfen live erleben, wenn es zu einem Coming-out kommt. Man hört ja nur immer Sachen weiter entfernt. Aber wenn du mal in deinem eigenen Umfeld, familiär, Verwandtschaft, Kollegenkreis, Schule, Studium, wo auch immer, mal jemanden kennenlernst und dem seine Geschichte hörst, geht es dir natürlich auch näher und du tust dich anders mit den Materien auseinandersetzen, als nur immer von weitem gehört und vom Hören sagen. Dann musst du dich ganz neu definieren. Das war bei mir immer so gewesen. Weil es hat Leute gegeben, die haben gedacht, ja, aber nicht der Roland, oder ist das, was, das ist auch nicht möglich, aber noch nicht er. Und dann haben sie sich müssen, und ich bin ja der gleiche geblieben wie vorher, ich habe mich ja nicht verändert. Und dann haben sich die Christen zum Teil müssen schwer auf den Weg machen und denken, ja, Moment, jetzt, das ist die gleiche Person wie vorher, da ändert sich ja nichts. Und da fängt der Denkprozess an. Und ein interessanter Aspekt ist, gerade beim Zwischenraum stelle ich das bei irgendwelchen Auftritten oder was auch immer, immer wieder fest, je nachdem, mit welchen Christen du gerade zu tun hast, dürfen wir nicht vergessen, wir sind für viele eine Bedrohung. Weil wenn sie merken, dass wir die Bibel dermassen auseinandergenommen haben, um an irgendeine Antwort herankommen, ist das für viele dermassen eine Bedrohung, dass sie selber anfangen müssen zu denken.
Das ist jetzt nicht böse, was ich sage. Aber viele fangen erst dann richtig an zu denken und tun sich auch selber, sei es jetzt mit ihrer Sexualität oder mit anderen Themen, viel tiefer auseinandersetzen. Weil es kann schon eine Bedrohung sein, wenn man dann an diesen Fundamenten ein bisschen rüttelt und einmal Bibelstellen ein bisschen kritisch betrachtet oder einmal einen Paulus kritisch betrachtet oder die ganzen Levitikus oder die ganzen Alten Testaments-Verse kritisch betrachtet. Das kann durchschütteln. Das Durchschütteln haben wir durchgemacht. Ja. Aber ich. Also ich merke auch immer wieder in Gesprächen, die Angst, die du sagst, Roland, dass die Leute wirklich Angst haben. Und ich glaube, da kann ich nur daran appellieren, dass wir Christinnen und Christen, wir sind doch berufen, dass wir den Samen streuen. Und Jesus sagt ja, wir müssen den Samen streuen. Was daraus entsteht, das ist Gottes Sache. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen lernen, gelassener sein. Dass wir berufen sind, Samen streuen und da, wo daraus entsteht, ist wirklich Gottes Sache. Und ich habe wirklich manchmal das Gefühl, bei gewissen Leuten, die machen sich in dem Sinn einen Stress, dass sie das Gefühl haben, dass sie alles in der Hand haben. Mhm. Und weil es eben nicht so läuft, wie sie gerne wollen, darum wollen sie etwas dazu tun. Aber Jesus hat ja auch gesagt, dass er zuständig ist, dass etwas wächst und wir müssen nur den Samen streuen. Ja, ich bewundere euren Mut und euer Engagement und ich finde es schön, dass es euch gibt und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns da Rede und Antwort zu stehen und eure Gedanken und Geschichten auszuführen. Ich finde es schade, weil ich das Gefühl habe, es gibt noch so viel darüber zu reden, es gibt noch so viel zu fragen. Wir haben jetzt heute mal einen Anfang gemacht, wir haben mal auch gerade mit zwei Gästen ist es immer noch eine größere Herausforderung, dass man wirklich auch so ein bisschen, jedem gerecht wird und in die Tiefe kommt. Aber wir haben mal einen Anfang gemacht. Es war mega schön, gewesen, euch beide da dabei zu haben, euch beide Perspektiven zu hören. Und ihr, die jetzt zuhört, geht doch mal auf den Zwischenraum, googelt das mal, schaut mal die Website an. Ich glaube, es ist zwischenraum.net, oder? Zwischenraum.net ist die deutsche Homepage und zwischenraum-schweiz.ch ist unsere. Und klar haben die Deutschen ein bisschen eine grössere und ein bisschen eine bessere Homepage. Sie haben da sehr viel Material drauf, wo man sehr ermutigende, tolle Sachen drauf lesen kann. Wir sind ein bisschen schlenker unterwegs, aber ja, auch dort sind unsere Lebensgeschichten anzulesen und das hat schon sehr viele Menschen berührt, die das sind, recherchieren. Und ich möchte vielleicht einfach noch eine Anmerkung machen. Es gibt neu auch in Österreich Zwischenraum in Wien. Das ist noch ganz neu. Ja. Und die haben noch keine eigene Webseite, aber die sind auf Insta unterwegs, wer dort mal drauf schauen will. Und es gibt jetzt auch einen Zwischenraum-Podcast, der heißt Zwischenfunk. Zwischenfunk, ja, sehr gut informiert, bravo. Den kann man auch jetzt, ich habe selber noch nicht reingelassen, aber ich freue mich dann mal reinzulassen, genau. Ja, der ist sehr gut gemacht. Ja, das ist der erste, den sie jetzt lanciert haben, wo die Präsidentin oder die Vorsitzende ein bisschen Auskunft gibt. Auch sehr gut gemacht, ja, ist sehr empfehlenswert, Zwischenfunk. Merci vielmals. Merci euch beiden für euch. Danke vielmals, euch auch. Merci, wir sind gespannt aufs Endprodukt. Danke auch vielmals, hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, sehr toll gewesen. Merci vielmals. Und danke vielmals, auch, dass ihr alle habt zugelassen natürlich, liebe Zulasserinnen und Zulasser. Und kommentierend fleissig. Wir finden uns auf Spotify, iTunes, überall eigentlich. Aber auf christkind.li kann man besonders gut noch kommentieren. Es lebt doch ein bisschen von euren Inputs, von euren Feedbacks. Das Ganze hier ist aufgrund von der Valerie entstanden, die uns geschrieben hat per E-Mail. Die gesagt, hey, schau doch mal bei diesen Zwischenraum-Menschen da vorbei. Und das haben wir gemacht. Ich weiß nicht, ob ich der Valerie zurückgeschrieben habe oder nicht. Auf jeden Fall bekommt sie den Link mit dem Endresultat. Also es kann auch sein, dass ihr uns manchmal schreibt, dass es häufig vorkommt, dass wir etwas bekommen und dass wir nicht gerade sofort zurückschreiben.
Manchmal sind wir da auch ein bisschen langsam, aber wir schauen es an, wir lesen es. Wir freuen uns über einen ganzen Austausch mit allen. Und danke vielmals da auch weiterhin. Ihr dürft uns auch unterstützen, finanziell, wenn ihr wollt. Wir haben eine Kollekte, finden wir auch auf christkind.li, jeweils unter den Episoden. Also, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals für euch alle nochmal und ciao. Tschüss. Tschüss zusammen, merci. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.